Ja, hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ihr wundert euch bestimmt, dass in letzter Zeit recht wenige Videos kommen. Ich hatte ja gesagt, dass wir so eine Videoreihe machen, aber es ist einfach viel zu warm die letzten Wochen. Wir haben hier in Berlin die letzten 2, 3 Wochen immer über 30 bis zu 36, 37 Grad und das ist selbst für mich viel zu krass. Ja, da mache ich einfach so wenig wie möglich den Studiorechner an, um irgendwie Videoschnitt zu machen oder so. Das Wetter verleitet einfach dazu, wirklich wenig zu tun. Aber möchte heute mal ein kleines Unboxing machen, denn ich habe hier ein kleines Paketchen bekommen. Und zwar von der Alicia Curtius. Und was sich hier drin befindet, werden wir jetzt gleich mal rausfinden. Also ich weiß natürlich, was da drin ist. Ihr nicht. Ha? Ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Und zwar, tada! Hier drin das Buch Insulinresistenz, der Weg zur Genesung. Und warum ist es so besonders für mich? Ganz einfach. Das ist das erste Buch, an dem ich mitgearbeitet habe und ein ganzes Kapitel geschrieben habe. Und zwar zum Thema Sport mit ein bisschen am Rande noch Ernährung, aber wie das Buchcover schon verrät, geht es hier sehr viel um Ernährung. Insulinresistenz ist ja die Vorstufe von Diabetes Typ 2 und da das ja, eng zusammenhängt mit Hashimoto oft, oder sagen wir mal anders, das war jetzt falsch ausgedrückt, sagen wir mal, da einige Hashimoto-Patienten, die lange an Unterfunktion leiden, irgendwann durch Übergewicht und so auch nah an Insulinresistenzen dran sind oder Diabetes bekommen können oder einfach ein metabolisches Syndrom als Vorstufe von einer Insulinresistenz haben, also Fettleber, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Probleme, Unterzuckerungserscheinungen und so weiter. Ja, habe ich mich dem Thema gewidmet und hier in dem Buch versuche ich das mal zu zeigen. Ich habe es jetzt selber noch nicht mehr angeguckt. Ja, das ist das erste. Ah, ich liebe den Duft von frischen Büchern. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Wir haben hier jede Menge Fotos dabei. Hinten ist der Rezeptteil. Super cool. Ja, ich zeige euch das mal. So, und irgendwo, müssen wir jetzt mal gucken, muss hier auch mein Kapitel drin sein. Hier haben wir es doch. Ab Seite 81 bis, naja, ist es 107. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es jetzt geworden sind. Seite 81 geht's los. Körperliche Aktivität heißt das Kapitel und geht dann letztendlich hier ja, über Motivation, wie man Motivation erreicht, habe ich da viel geschrieben, wie man sich aufrafft, überhaupt was zu tun, vor allen Dingen, wenn man vielleicht noch nie in seinem Leben irgendwie sich sportlich betätigt hat und habe dann verschiedene Methoden aufgezeigt, das in den Alltag zu integrieren. Und das Ganze geht so weit, dass ich auch einen kleinen Plan als Beispiel erstellt habe, wie man sich zum Beispiel einen Wochenplan gestalten kann, um aktiver zu werden. Ich habe Workout-Beispiele integriert, die möglichst einfach gehalten sind, die man aber modular auch sich anpassen kann. Und das Ganze geht Tatsache bis Seite 107. Sind also, ja, ich habe 18 Seiten geschrieben, passt so halbwegs zusammen. Super geil, ja, kann ich euch nur empfehlen. Gibt es bei Amazon und kostet wirklich nicht viel. Das Buch ist total klasse, hochwertig verarbeitet und auf jeden Fall sein Geld wert. In diesem Sinne verspreche euch, die nächsten Videos folgen, sobald es ein bisschen kühler wird. Wir haben jetzt noch eine gute Woche vor uns mit 34 Grad. Hoffe, dass es möglichst schnell vorbei ist und dann sehen wir uns wieder mit den nächsten Videos. Bis dahin, ciao!